Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Overwatch auf das 2. Wow, hat er sich gerade schnell weggedreht, der Boy. Mal wieder das 2. Ist ja an sich erstmal nicht schlimm. Oh, guck mal, wie er da komplett frei reinrennt. Als wenn er wüsste, dass jemand da steht. Ja. Das 2 war jetzt schon weiche nicht mehr da. Darum ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm, dass wir es jetzt haben. Wobei wir auch schon Zeiten hatten, wo ausschließlich das 2 am Start war. Ich hoffe natürlich. Ach, übrigens, habt ihr das gesehen? Das ist eine Medusa. Ach gut, ach gut. Aber die hat er eben einem gerippt, ne? Die ist nicht von ihm. Oder? Ist das seine? Nee. Die hat er eben von dem Langspieler aufgehoben. Ich habe gehofft, dass es ein guter Fall wird. Zumindest jemanden, der sich halt nicht dreht. Das ist ja schon mal eingetroffen oder eingetreten. Aber jemand, der irgendwie einen richtigen oder sehr guten Riecher hat für Momente, in denen keine Feinde mehr rum sind. Wir behalten es mal im Auge. Möglicherweise basiert das ja irgendwie auf Sichtungen, aber eigentlich, also gerade die Sache da hinten bei T ist ganz, ganz schwierig, zu wissen, dass da gerade niemand steppt. Oder niemand ist, meine ich. Was macht er jetzt? Ah, ich dachte, er bleibt jetzt einfach stehen. Also da ist der AWP Medusa am Start, beim Gegner, scheinbar. Oder hat der Gegner sich die von ihm, ist er schon mal gestorben? Weil da kein Name dabei steht. Will er da jetzt nicht einfach da unten dabei stehen, von wem die ist, wenn das nicht seine ist? Er ist schon 6-mal gestorben, also es kann gut sein, dass er die auch abgegeben hat. Da müssen wir jetzt mal drauf achten, weil das wäre natürlich, das wäre eine krasse Sache. Wenn dann, also eine Medusa ist schon was eher Wertvolles. Eben hat er eingekauft, oder? Hat er eine AWP? Er hat eine AWP. Was hat er drauf? Ich glaube nichts. Nee, nichts, okay. Das wär echt krass. Hätte er da jetzt eine Medusa am Start gehabt, also dann, hätte mich doch sehr gewundert über sein Spielverhalten. Die T's gehen alle über lang. Und er ist sich an der Stelle wieder sicher, dass sie lang auf jeden Fall sind. Beziehungsweise, dass auf B nichts los ist. Wobei das auch auf jeden Fall zu hören ist, dass da ordentlich die Hölle los ist. Also schon auch im Vorfeld. Na, da holt er sie durch die Smoke. Okay. Ah, der war noch hinter der Mauer gestanden. Ja, also ich bin jetzt ja dann in Urlaub. Die kommende Woche, beziehungsweise vielleicht kommt es ja auch schon während meinem Urlaub, das kann gut sein. Und ich arbeite gerade dafür eben vor, für diese Urlaubszeit. Darum bin ich jetzt auch nicht so ultra-wählerisch, was die Fälle angeht, beziehungsweise wenn jetzt ein Spinbot da am Start ist, dann lasse ich den natürlich durchlaufen und nehme den nächsten Fall, das ist klar. Aber ich kann jetzt auch nicht Fall um Fall um Fall durchgucken, bis einer dabei ist, der halt irgendwie etwas schwieriger ist. Ja, es wurde gefragt, wir sind in Griechenland. Und ich bin dann nächste Woche wieder am Start. Also wir sind eine Woche dort. Und dann bin ich auch schon wieder da. Die Streams fallen natürlich auch aus diesbezüglich. Das heißt, jetzt am Dienstag, am Donnerstag und am Freitag diese Woche erscheinen keine Streams, weil wir halt weg sind, ne? Also vielleicht werde ich dort ein bisschen was machen. Also auf jeden Fall halt natürlich Twitter und Instagram bedienen, das ist klar. Und vielleicht auch mal die ein oder andere YouTube-Nachricht schreiben. Ich kann ja irgendwie eine Nachricht an euch alle schreiben. Oder halt mit einem Bild angehängt und so weiter. Also wer halt Twitter und Insta nicht hat, da werde ich auch was machen. Aber ob ich da jetzt großartig streamen kann vom Handy aus, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie wir da WLAN haben, wie das Internet dort ausgebaut ist. Mal schauen. Er rennt zurück. Ich ohne es ihm unterstellen zu wollen, die Frage, wie weit geht so ein Wallhack? Meine letzte Information ist, dass so ein Wallhack nicht über die ganze Map geht. Weil es alleine vom Spiel her schon nur einen gewissen Bereich gibt, in dem die Daten überhaupt dementsprechend Klient- und Servermäßig abgetastet werden. Und was ganz, ganz weit weg ist, bei einer sehr großen Map, praktisch irrelevant für den Spieler aktuell ist und somit auch nicht übertragen wird und somit auch nicht vom Warlock abgegriffen werden kann. Es geht nur ab Distanz X, wobei die Distanz X auch schon ewig groß ist, aber halt nicht unendlich groß. Ist das nach wie vor noch so oder gibt es auch Warlocks, die über die gesamte Map gehen? Das wäre auch natürlich interessant zu wissen, um gewisse Verhaltensweisen zu deuten. Jetzt gerade im Speziellen, wo er da unten bei City stand und dann Richtung A gelaufen ist. Ich hatte mal sogar eine genaue Distanz, habe ich mal gesagt bekommen, wie weit ein Wallhack abtasten kann, also wie weit er die Daten empfängt oder anzeigen lassen kann. Das war, glaube ich, auf Train. Auf Train hat mir das jemand gezeigt, wenn jemand, oder erklärt, wenn jemand im Connector steht, glaube ich, kann er maximal bis T-Main gucken, also bis
bis zu diesem Mitteausgang halt, wo die Terroristen herkommen. Und nicht weiter nach dahinter. Also er könnte nicht an den T-Spawn schauen. Beziehungsweise schon gar nicht von CT-Spawn auf T-Spawn gucken. Vielleicht hat sich da mittlerweile wieder was geändert. Die Information ist, glaube ich, 2 Jahre alt oder 3 Jahre alt. Gerade bei Cheese gibt's, denke ich, ein extrem... Meine Güte, Leute. Was ist denn da am Start? Jetzt ist da... Aim Assist? Vision Assist? Beides? So wie bei dem einen Fall, wo am Anfang kaum was war und auf einmal... Möglicherweise, das ist jetzt nur eine Vermutung, ist im Gegnerteam auch... Oh, 25-6? Das ist schon ein Brocken. Also da könnte natürlich, es könnte ein Cheater vs. Spieler oder Hacker vs. Hacker Spiel sein. Oh, jetzt rastet er komplett aus. Wahnsinn. Okay, das ist, also ich denke hier, gerade wenn man die Kills am Anfang betrachtet, auf der Mitte, die letzte und diese Runde, dass der, jetzt kann ich das Ding wieder nicht aufmachen, ja, warte, das Snake möglicherweise auch so eine kleine oder auch etwas anhat, ja doch. Ja, weil ich jetzt auch sage, ich möchte euch ja eigentlich ungern beeinflussen, aber bei einem offensichtlichen Fall muss ich jetzt ja nicht zwingend noch verschleiern. Ja, aber nochmal kurz zurück zu dem Thema von gerade eben. Diese Information ist schon also mindestens 2 Jahre alt, vielleicht sogar 3 Jahre alt. Daher ist sie vielleicht nicht aktuell. Gerade hier im Cheat-Bereich gibt es sicherlich ständig und immer wieder Updates. Auch hinsichtlich, natürlich wenn WAC geupdatet wird, dass sich die Cheats anpassen müssen, um immer noch ein Stück weiter vorne dran sein zu können und weiter benutzt werden zu können. Wobei das hier, das kann mir echt keiner erzählen, dass sowas nicht erkannt werden kann. Es gibt Dinge, die müssen doch eigentlich instant erkannt werden können, oder? Also so von wegen Verhaltensweise X ist XY des Fadenkreuzes ist so und so und so in diesen und jenen Runden, beziehungsweise bei den Kills, kurz vor den Kills, kurz nach den Kills, verhält sich das Fadenkreuz wie folgt und das trifft dann auf folgenden Cheat zu. Da müsste man doch echt einlenken können, schon im Vorfeld, dass man da hier nicht damit noch belästigt wird als Overwatcher, oder? Mit so Kackfällen. Vor allem, wenn du dann Spinbot da hast. Also sowas muss doch zu 100% im Vorfeld einfach so, alles klar, weg mit dir. Naja. Wir sind ja alle sehr gespannt auf WAC.net. Ich hoffe, spätestens dann gibt es solche Fälle nicht mehr. Diese ganz offensichtlichen, ja. Ich kann verstehen, dass es Dinge gibt, da muss einfach ein Mensch drüber gucken, um sich ganz sicher zu sein. Vor allem, wenn es halt auch um Skins und sowas geht. Da würde ich es auch besser finden, wenn mich nicht einfach ein Programm beurteilt, sondern wenn nochmal jemand richtig drüber schaut und sagt, Moment mal, der hat da einfach nur Glück gehabt oder sowas, ne. Bevor dann das ganze Geld weg ist. Aber, ja. Ne? Also nicht nur das Geld in Skins, sondern auch dein Steam-Account ist halt gebrandmarkt. Also, die ganzen Spiele, die man sich dafür gekauft hat, gehen halt auch irgendwie so über die Wupper. Ich würde sagen, ich drücke dann wie immer das, was ich gleich denke. Ihr könnt entscheiden in den Kommentaren, was ihr glaubt, was er gemacht hat. Und ich sage euch noch hier geschwind, was ich letztes Mal gedrückt habe. Und zwar habe ich da alles gedrückt. Das war dieser Fall, wo er am Anfang war schon so ein bisschen was, aber am Schluss ist er eskaliert. Er hat einfach übertrieben. Er ist stehen geblieben und hat scheinbar alles aktiviert. Das war der Fall, oder? Auf Train, glaube ich zumindest. Naja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für die Kommentare, danke für die Likes. Ich nehme jetzt direkt das nächste auf. Ich mache jetzt halt einige Aufnahmen, weil Overwatch ist halt für mich am einfachsten Sinn und am schnellsten gehen. Ich habe jetzt halt natürlich nicht so viel Zeit, um an einem Tag 5 hochwertige Videos zu machen. Also MMs alle geschnitten und editiert, das ist unmöglich. Ich werde das noch 2 weitere machen, dann habe ich 3 Overwatches für nächste Woche. Und den Rest werde ich mal gucken, was ich ja noch so für euch presse. Okay? Gut. Vielen Dank fürs Zusehen, habe ich eben schon gesagt. Macht's gut. Tschüss.